aktiviert. Oh. Holy shit, hier ist ein Turnier in Spanien, da kriegt der Erstplatzierte 4000 Euro. Zweite 2000, 1000, 750, 500, 300. Holy shit. Oh, sind noch 1024 Leute drin. So, die erste Ladung kommt gleich. Ach, das ist ja gar nicht mein Päppchen. Das Spannende bei solch großen Turnieren ist eigentlich, irgendeiner muss gewinnen am Ende. Das ist richtig. So, und du kannst dieser Fehler sein, Cole. Los, Gubi, ich fange an mit... Warte, was ist der Hotkey für Sofortkauf? Du musst erstmal im normalen Ding, ja, gibt's Configure oben. Habe ich. Draufklicken, Easy Buyout unter... Ich hab's. So. Enable Easy Buyout, Shift, nice. Shift. Und unten kannst du dann das Limit, wie was das höchste Easy Buyout sein soll, machen. Mach nicht 9000 oder so. So, ich würde sagen, du stellst erstmal was rein, um zu checken, ob wir auf dem gleichen Höhe haben sollen. zu 3000 Gold oder so. Ja, das ist gut. Nee, das nicht. Aber wegen gebunden. Na gut. Guck mal, Tosca, du könntest eigentlich auch mal bei Clonk mitmachen. Bei Clonk, ja? Das läuft auch auf deinem Laptop. Ja, euren Let's Play. Mhm. Ist doch witzig, wenn da drei Leute rumhüpfen. Ich bin so ungeschickt wie sowas. Ich falle immer runter. Der hast du Coach noch nicht gesehen, wie er den ganzen Laden springt. Alles klar, steht. Und was ist es? Buttriges Weizenbrötchen, aber das solltest du auch so finden bei dem ganzen neuen Stoff. Und sag mir nicht, bei dir explodiert das Auktionshaus. Oh, Stift ist weg. Bumm. Nice. Okay. Give me my money. Okay, ich fange oben an. Warte mal kurz. Mal kurz auch was reinzustellen. Der Hotkey funktioniert nicht. Ich kaufe schnell alles, soweit wie es noch drin ist. Weil das schon belegt ist damit, dass er den Gegenstand in die Suchfenster reinmacht. Oh. Ich nehme mal eben kurz was anderes. Was bei mir ist das? Shift rechtsklick. Okay, kann man da hin. Ja, funktioniert. Jetzt kommt was ganz Spezielles. Die mache ich auch extra ein Stückchen teurer. Och, Mann.
Ich habe noch nicht mal die 3000 Gold teilen. Bist du ready? Wie viel hast du denn, wie viel Gold? 29. Oh, da mache ich ein bisschen günstiger. Oder warte kurz einmal und ich gucke, ob das Gold jetzt angekommen ist. Dann, Bean Counter, nein, weg. Da, 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 da. Ne, das Gold ist noch nicht so, ne? Okay. Okay. Ich bin wieder ready. Sei ready. Das für jeden ist ein. Okay. Jedes 3500 Gold wert. Okay. Ich selbst hab noch nie eine angelegt. So episch sind die. Oh Mann, ich hab die 6 Leinstoff jetzt auch gekauft, ey. Kein Bock, da ständig rumzukriegen. Oh, jetzt kommt was. Oh. Holy shit. Kauf schnell weg. Oh man. Ich bin auf 9 Gold. 7 Gold. Okay, warte mal. Ach. Ich habe die Stapelgröße. Ne, was habe ich denn hier gemacht? Habe ich die eben einzeln reingestellt? Weiß nicht, ich habe einfach weggekauft. Ach ja, das zählt dann pro Stück, nimmt der natürlich ein Silber. Ich das gewusst, hätte ich Kupfer genommen. Man muss ja echt sparen an jeder Ecke. Oh Mann, jetzt komme ich. Ha. Also wenn das Gold irgendwann dazwischen mal war, kann es sein, dass es jetzt nach hinten verdrängt wurde. Weil so weit, wie das Postfach halt voll ist. Das sind hier Probleme. Hast du eben die Erde weggekauft? Ja. Puh. Ich gehe mal kurz hier zu so einem NPC und verkaufe das Stuff einfach noch. Moment. Ich sehe schon die Comments. Ey, das ist doch gescheatet, das einfach rüber zu shippen. Ach. Ja, ihr wollt ja nicht wirklich 20 Stunden sehen, wie wir Erz farmen. Okay, ich bin wieder ready. Bin auf 47 Gold. Unsere treuen Fans werden das Tobi ausgefunden. Ach was? Das findet niemand awesome. Die finden es nur awesome, weil wir eben awesome Sachen machen. Ja. Es war aber im Postfach nicht so, dass da auch ein Hardcap gibt, oder? Nein, gibt's nicht. Ja. Das hätte ich schon gemerkt, so viele Optionen wie ich schon im Gebäude. Obwohl, ich weiß ja gerne, ob irgendwann was verschwunden ist. Deswegen hast du auch angeblich so viel Gold verdient, weißt du? So. Den ist in der Glutseidenstoff. Ach, nimm ihn mit. Ich wollte ihn nicht mehr mit da haben. Oh Mann. Totally neu. So, ich muss kurz der Bank was shippen. Das Medaillon der Horde habe ich hier. Mein Gott. Zum Briefkasten. Wie neu das Postal nicht funktioniert.
Das buttrige Weiß. Gab's, durch. Gab's da noch kein Update für? Doch, eigentlich schon. Hm. Das ist gut, dass ich auf dem Charakter nur 47 Gold habe. Wenn er irgendeiner zwischendurch will, super teuer sein, schnell will, ne? Da kann das Limiter sein, wie es lebt. Es wird alles leer kaufen. So, Postfach, aktualisier dich. Bitte Post löschen, um Platz zu schaffen. Ich möchte nicht löschen, ich möchte einfach haben. Du willst mal den Silber. Ach, das kommt ja gleich auch noch. Oh, wie das scheiße. Ach, so viel kommt da ja gar nicht. Durch die ganzen Auktionsgebühren. Das jede Auktion ist ja im Postfach einmal Geld, was ich kriege. Oh, wie das scheiße. Totally awesome. Das Video gucke ich mir an. Wirst du nebenbei bei Starcraft laufen? Ja, nein, doch. Nee, Scooby hat ja immer ein Kupfer oder ein Silber beteiligt. Ich muss mal gucken, ob Postel vielleicht doch angeworfen werden kann. Ihr seid betäubt. Aha, wenn dieser Lockout ist, dann ist man betäubt. Hm, hättest du gewusst. Ich fühle mich auch immer so toll, die betäubt. Ja. Ich möchte gerne, dass eingefügt wird, dass wenn man eine gewisse Anzahl an 85 Chars hat, man nicht mehr leveln muss, sondern instant die neuen Charakter aufnimmt. Oh, wie das aussehen. Ich glaube, man kann so einen Antrag stellen. Sicher kannst du den Antrag stellen und sicher wird er nicht bearbeitet werden. Aber stellen wir ihn. Was für so eine Außen Neuerung? Ach was. Das wäre doch scheiße. Bei Kojan hat bestimmt noch nicht genug. Und du auch nicht, Prinz. Ich hab schon fast drei. Du hast doch nicht mal zwei. 85 Chance? Ja. Doch, hab ich. Ehrlich? Ja, Kali und Teddy. Kali, Teddy, Bibi und Tina. 260er und die anderen sind noch klein. Okay. Postel. Vielleicht ist er im Interface aktivieren. Postel, bitte. Melde dich. Auch nicht. Jetzt muss er hier gehen. Uncontrolled Panel. Das ist der Moment, hat Scooby mal wieder Zeit, ein paar Push-Ups zu machen. Oh Gott. Nichts passiert, ich bin nicht auf den Boden gefallen. Ich muss nur mein Headset, wie soll ich sagen, rejustieren. Ja. Der geografischen Gegebenheit angepasst. Oh Gott, meine schlimme Schulter. Oh, je. Ja, ich habe mich ja bei meiner Armeezeit verletzt. Ja. Zweimal. Dreimal, viermal. Warum hat Skull eigentlich noch nicht mal Glutzellentaschen, obwohl er die selbst en masse immer hergestellt hat? Ich hab nur Froststofftaschen. Weil man die Taschen für Arena nicht braucht. Na stimmt. Ja, easy as that.
Delex, Teamwertung 0. Zeig mir auch nicht an, dass da irgendein Mitglied gibt. Gibt's nicht. Was ist denn das für ein komischer Bug? So, es geht weiter. Okay, bin ready. Das Weizenbrötchen muss hier loswerden. Schluck es runter. Wenn da jetzt jemand zwischen ist, ne? Oh Mann, wie der sich freut. Und wir werden nie erfahren, wie viel eigentlich angekommen ist. Ja, das stimmt. Oh Mann, wie viel das immer ist, weil es dann oh. Oh, holy shit. Wenn man einfach shift und shift, kommt darauf nicht mehr klar. Umschalt, was den Rechtsklick gedrückt halten könnte, der ist automatisch, aber bei das wäre also. Kannst doch Umschalt-Taste gedrückt halten. Ja, und? Bringt man ja trotzdem nichts, wenn man trotzdem immer kriegt. So meinst du? Ja. Ja, das wäre praktisch, wenn man das so ein. Kasten drum ziehen können. Also. Ja, markieren, das wäre auch cool. Es gibt so ein automatisches Buyout-Ding, da kannst du eingeben, bis zu welchem Preis und so. Für ganz viele Gegenstände, da wird sein Plan und dann durchlaufen lassen, immer wieder. Wie cool. 20 Kupfer. Habe ich mich mal dran versucht. Und so alle Sachen, ich hatte ja alle Preise, hatte ich im Kopf. Dann alles so programmiert, ja. Sozusagen die besten Angebote hast dann dadurch, den habe ich dann automatisch laufen lassen die ganze Zeit, immer wieder aktualisiert, pro Minute einmal oder so. Und dann kauft er, was er automatisch sieht, was billig ist. Und so habe ich die billigsten Angebote alle gekriegt. Aber irgendwie war das dann halbwegs buggy. Das heißt? Der hat dann auch einfach nicht mehr gekauft und so. Oh, cool. Ja, bei solchen Programmen ist es echt gefährlich, wenn es buggy ist, weil es könnte auch immer noch hin losgehen. Ja. Ich meine, dann komme ich irgendwann, hä, kein Gold mehr und hab's ganz viele Optionen so leer gekauft. Irgendwie wird man sich dann bestimmt über ein paar Sachen freuen, dann würde ich über ein paar Sachen denken. Ich kann dafür nichts zahlen. Ja, besonders von solchen Dingern, weil es die Leute die Pfeile verkaufen, also so irre teuer. So wie komm ich denn im Real Life? Oh man. Wir brauchen sowieso noch viel mehr Taschen. Du kannst ja schon mal aus dem Briefkasten rausholen, den Kram. Das Postal zeigt er mir auch an, wie viele Nachrichten man hat. Das ist immer interessant. Aber jetzt weiß ich nicht. Ich schätze mal 700 oder so. Oh man. Bank ist voll, na perfekt. Also hätten wir jetzt eine eigene Gilde, wäre das kein Problem. Man kann sich hier keinen zusätzlichen. Ah ne, doch, ist alles okay. Kassier jetzt nicht alle diese illusionären Taschen ein. Das wird, wenn Seelen gebunden sind, anlegst.
Gerade so weit bin ich noch gar nicht in dem Koffer. Seine Tasche werde ich mir aber mal freilassen. Wie viele Hände das eigentlich muss. Ne? Ich muss kaufen, ins Auktions erstellen, du musst aus dem Auktions rausholen, dann irgendwie per Post oder sonst was mir zuschicken, dann habe ich es erst. Das ist über die Reihe. Man würde ja auch mal so. Bam 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 bam, ein Luftballon. Boah, also bei manchen StarCraft-Turnieren, so richtig Ultra-Low-Turnieren, gibt es ja nur so Preise wie Mauspad und so. Also, das gewinne ich dann, mache ein Autogramm drauf, warte bis ich richtig krass außen berühmt bin und verkaufe das bei eBay. Ist halt cool, auch wenn es wenig wert ist, sozusagen, aber dass man sich so verdient hat auf die Weise, ist geil. Ja. Also macht man sich auch so ein Turnier, dass man dann blenden wir die Amateur-Turniere auf. Cool, das ist dann. Ich hab da heute von so einem Ding One-on-One zwischen einem Terraner und einem Protoss gesehen. Das war schon das Finale vom Amateur, von 64 Spielern. Und ach du Scheiße, Kurra. Ohne Training würden wir die Insta weghauen. Der Protoss war. Also, die hatten vorher irgendwie 1-1 vorgespielt, dann kam die entscheidende Runde. Und der Protoss hatte sich in seine Base eingebunkert mit einer Echse. Und ist irgendwie auf so 11 oder 12 Void Race Insta gegangen, ne? Der Terraner hat Siege Tanks wenigstens gebaut. Hatte keine Ahnung. Als der Protoss seine Void Race hatte, der fällt 6 Siege Tanks und ein paar Marines gehabt. Und die Base vom Terraner wurde auseinandergenommen und der ist noch mit einer Kaserne wild durch die Gegend geflogen und stuff. Und die ganze Zeit im Chat geschrieben, hahaha, findest mich nicht. Und nice Finale. Also das war so ein richtiges Live-Turnier, wo die Menschen wirklich physisch hingegangen sind? Ich glaube das nicht. Aber die hatten zwei Leute, die es so richtig gecastet haben. Live. Wo sind denn solche Turniere? Keine Ahnung, von was das veranstaltet wurde. So, es geht weiter übrigens. Jo, ich hab's hier auf dem Schirm. Naja, weil bei sowas denke ich mir, dass wenigstens Amateur-Szene richtig easy money ist. Da kommt man dann irgendwann, wie man vielleicht auf so eine LAN eingeladen, da sammelt man Live-Erfahrung. Und dann geht's nach DreamHack. Ja, nach Vegas. Meinst du, den Vegas-Turniere? Das ist cool. Oder bei deiner Vorgeschichte in Vegas? Da kennen mich ja noch jede Sau. Ja, du bist bekannt dafür, dass die Turniere immer verlässt, wenn du gerade irgendwas kommt. Ja, ich bin der Alter. Ultra Extreme. You know, the Royal Flush was only a hallucination. And you left the one game. Fuck you. Alter, es tut mir schon leid irgendwie. Ja. Aber wenigstens hat er die coole Sprüche, um das zu handeln. Warum muss man kein Mitleid mit ihm haben? Er spielt Zerg. Das ist ja seine eigene Entscheidung. Der gute Mann hat sich einfach nicht unter Kontrolle und schiebt sich damit selbst im Weg. Ach, du, ja. Du siehst das zu böse. Übrigens hat man ihn mal gefragt, warum er Zerg spielt, wenn die so underpowered sind. Meinte er hat das Vertrauen in Blizzard, dass die StarCraft 2 perfekt balancen werden. Und weil er dann die ganze Zeit über mit einer underpowered Rasse trainiert hat, wird er alles wegpullen. Voll aus.
ist nur eine Frage der Zeit. Wenn er es echt weiß jetzt, warum er das spielt. Warum er das spielt? Zäh. Obwohl sie underpowered sind. Ja, warum? Und du haust mich auch wirklich nicht? Nein. Warum soll ich das tun? Weil du es immer machst. Nein. Wenn die Kamera aus ist. Knuffen nennst du das? Über blaue Knuffeln. Flecken. Knuffeln ist ja noch schlimmer. Das ist jetzt, nicht gruscheln? Ist jetzt alles drüben. Echt schon alles drüben? Alles drüben. Ich verspreche, dass ich das nicht mache. Cool. Ich muss dir Barren senden. Nee, warte, ich schick's meinem nennt man sowas? Ein Bankcha? Oh, da muss ich wieder Porto zahlen, ne? Ich muss kurz reloggen. Da bin ich wieder auf der richtigen Seite. Oh. Ich muss kurz Namen checken von dem. Das sei sonst vorhin schicke. Ah. Oh. Wenn man Aydra oder Idra, wie auch immer, in so einem längeren Makro-Game besiegt, dann hat man es einfach geschafft.